Die größte Herausforderung in der aktuellen Zeit ist für mich die Übereinstimmung von dem Naturschutzgedanken und dem wirtschaftlichen Gedanken. Ich glaube, das ist unsere Herausforderung, dass wir das besser kriegen, dieses Spannungsfeld, und da wieder mehr miteinander sprechen und nicht gegeneinander. Meine Erwartung an die Zukunftswerkstatt ist ein Austausch gerade mit den verschiedenen Akteuren. Das finde ich hier total spannend, dass man aus den verschiedenen Bereichen andere Einblicke kriegt, die Meinungen von den Personen wahrnimmt und das eigene Handeln jetzt nochmal reflektieren kann dadurch und hinterfragen kann, ob das wirklich so mit den Interessen aller, die im Wald zu tun haben, damit übereinstimmt. Für mich war es neu, das fand ich aber auch gut zu hören, dass gerade dieses Format auch in die Zukunft weiter bestehen soll, weil das finde ich wirklich wichtig, dass man nochmal so eine Plattform hat, wo man diesen Austausch der verschiedenen Akteure hat, aber eben auch professionell begleitet.